Wir kommen nun zu einem Lied, das entstanden ist zur Würdigung einer Kollegin von mir, mit der ich gerne zusammengearbeitet habe. Sie ist aber irgendwann es leid gewesen, ständig im Hamsterrad zu arbeiten, in den Redaktionsabläufen, dort, wo sie gearbeitet hat beim WDR. Und deswegen ist sie ausgestiegen. Zunächst einmal für ein halbes Jahr und ist nach Thailand gezogen, hat dort mit Rucksack gelebt und Leute kennengelernt, unter anderem eine Frau, die nähen konnte, entsprechende Maschinen auch hatte. Und um ihr einen Lebensunterhalt auch zu schaffen, hat sie eine Idee entwickelt, die auch in Köln irgendwie sichtbar wurde in bestimmten Boutiquen. Sie hat ein Schnittmuster entwickelt zur Konstruktion, zum Nähen eines Kissens in der Form des Kölner Doms. Und hat dann, als sie wieder in den Beruf rein ist, auch wieder für begrenzte Zeit nur, hat sie dann sich containerweise die fertigen Kissen aus Thailand kommen lassen und hat die dann hier vertrieben, sozusagen ein ganz anderes Gewerbe gemacht. Und das fand ich sehr beeindruckend. Wie jemand dem täglichen Ein- und Einerlei zu entkommen versucht und das auch umsetzt, was ihm so vorschwebt. Susanne steigt aus. Steigt aus. Sie will dem Hamsterrad die Nase drehen. Susanne steigt ein. Sie will im Leben noch was anderes sehen. Sie packt mehr als nur den Rucksack für ein paar Jahre außer Haus. Ein neues Ziel in weiter Ferne, doch in dem Land kennt sie sich aus. Steig aus, steig ein, mit neuem Schwung ein Sprung hinein. Sie kriegt die Kurve, geht auf Fahrt, hat Kraft und Nerven angespart. Steig ein, steig aus, aus dem gewohnten Trott hinaus. Susanne sucht sich ihren Pfad, hat Kraft und Nerven für den Start angespart. Susanne steigt aus. Und sie hat alles ganz genau geplant. Susanne steigt ein, von langer Hand ganz gründlich angebahnt. Nochmal eine neue Richtung, diesen Traum sie sich erfüllt. Weit weg vom grauen Alltag, der voller Leere aus dem Rahmen quillt. Steig aus, steig ein, mit neuem Schwung ein Sprung hinein. Sie kriegt die Kurve, geht auf Fahrt, hat Kraft und Nerven angespart. Steig ein, steig aus, aus dem gewohnten Trott hinaus. Susanne sucht sich ihren Pfad, hat Kraft und Nerven für den Start.
steigt auf, weil es sie besser an ihre Grenzen zieht. Susanne steigt ein, will selbst bestimmen, was mit ihr geschieht. Sie will's noch einmal wissen, sich noch einmal ausprobieren. Routine strikt vergessen, nochmal in Neugier sich verlieren. Steig aus, steig ein, mit neuem Schwung ein Sprung hinein. Sie kriegt die Kurve, geht auf Fahrt, hat Kraft und Nerven angespart. Steig ein, steig aus, aus dem gewohnten Trott hinaus. Susanne sucht sich ihren Pfad, hat Kraft und Nerven für den Start angespart. Susanne stieg aus, nahm sich vom Leben, was ihr wichtig war. Susanne stieg ein, griff sich ihr Leben, wie's ihr richtig war. Nahm es fest in beide Hände, bis nichts mehr davon übrig blieb. Genoss es bis zum Ende, ohne dass sie sich die Zeit vertrieb. Steig aus, steig ein, mit neuem Schwung ein Sprung hinein. Sie kriegt die Kurve, geht auf Fahrt, hat Kraft und Nerven angespart. Steig ein, steig aus, aus dem gewohnten Trott hinaus. Susanne sucht sich ihren Pfad, hat Kraft und für den Start angespannt. Um dem Nachdenken, um dem Gespräch, um dem Kuchen und dem Kaffee eine Chance zu geben, machen wir jetzt eine Pause.